Das Fundament für eine gelungene Erinnerungskultur ist immer das Interesse an Geschichte. Dazu braucht es zum einen das Interesse von Seiten der Wissenschaft, sich mit historischen Themen auseinanderzusetzen. Mögen sie noch so unkonventionell und auch scheinbar unscheinbar sein. Und auf der anderen Seite braucht es dann aber auch das Interesse seitens der Öffentlichkeit, sich mit diesen Forschungsergebnissen auseinanderzusetzen. Das sind fundamentale Prinzipien der Erinnerungskultur im Speziellen, aber auch der Wissenskultur im Allgemeinen. Doch diese Prinzipien sind mehr und mehr von Menschen in Frage gestellt, die wissenschaftliche Tatsachen nicht anerkennen wollen. Beispielsweise Mediziner müssen sich mit Impfgegnern herumschlagen, Klimaforscher mit Leugnern des Klimawandels und Geschichtswissenschaftler, die sich insbesondere mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzen, mit sogenannten Revisionisten und Holocaustleugnern. Das zeigt, es gibt viele verschiedene Kräfte, die an dieser Erinnerungskultur sich zu schaffen machen, darüber hinaus aber eben auch unsere Wissenskultur angreifen. Und das beste Gegenmittel ist, dass sich in dem Fall Geschichtswissenschaftler und Geschichtsinteressierte im weitesten Sinne einfach daran machen und ihre Erinnerungskultur voller Selbstbewusstsein leben, um eben dadurch solchen Angriffen entgegenzuwirken. Ich habe in meiner Studie herausgefunden, dass die Polizeischule Fürstenfeldbruck ein zentraler Täterort des Dritten Reichs und zugleich ein bedeutender Knotenpunkt im Koordinatensystem des Holocaust war. Die Institution stieg dann während des Zweiten Weltkriegs sogar zur bedeutendsten Polizeischule von ganz Deutschland auf. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Erschreckend viele Schüler, aber auch sogar Lehrer und auch Schulleiter waren während des Zweiten Weltkriegs an zahlreichen Gräueltaten an Juden und anderen Opfern beteiligt. Die Taten reichen von Massenerschießungen über Sexualverbrechen an Kindern bis hin zur Vernichtung ganzer Dörfer. Und wenn man sich gerade auch anschaut, wie sie in Osteuropa tausende wehrloser Menschen in Massakern umgebracht haben oder in die Vernichtungslager deportiert haben, dann kann man sagen, die Polizeischule Fürstenfeldbruck hat sie tatsächlich für den Holocaust trainiert. Das ist gewiss keine leicht zu verdauende Nachricht. Umso schöner ist es aber zu sehen, wie offen und toll Fürstenfeldbruck da wirklich mit dem Thema umgeht. Wenn heute jemand mit dem Finger auf den oder den zeigt von damals, dann macht er einen Fehler. Denn wir wissen, sie haben eigentlich alle so gemacht. Und sie haben nicht gesagt, so hoch liegt der Schnee, sondern Adolf, führ uns. Dass wir jemand im Bundestag haben, an führender Stelle, der dann sagt, das ist doch Fliegenschiss. Das ist eine der schlimmsten Entgleisungen, die mir überhaupt untergekommen sind. Die haben sich nicht mit der Demokratie auseinandergesetzt. Das hätte es beim Hitler nicht gegeben. Das ist ein ganz wichtiger Satz so etwas. Das ist nicht unsere Basis zum Beispiel, die lautet gegens Vergessen, kann ich da sagen. Das ist unser gemeinsamer Nenner. Aber die nicht. Wir brauchen den da. Ja? Das ist ganz was Typisches. Das hätte es beim Hitler nicht gegeben. So, wir müssen selber aktiv sein. Ich bin bei meinen Großeltern aufgewacht, das ist eine ganz kleine Landwirtschaft, wir sind in der Oberpfalz übrigens, ja. Da waren ungefähr 12 Tagwerk und mein Opa, der ist dann in der letzten Phase des Krieges, ist er halt eingerückt, wie man sagt, ja. Und er ist nicht mehr wieder gekommen und das hat natürlich auch ganz große Probleme gegeben, vor allem ganz große Armutsprobleme im wahrsten Sinne des Wortes. Meine Oma hat aus diesem Krieg nichts bekommen, keine Rente. Aber wenn man dann überlegt, der Wilhelm II. Ist abgedisst mit zig Millionen nach Holland. Ja. Das ist eigentlich, was mich sehr bedrückt hat, diese Ungerechtigkeit. Ja, mit 5 kleinen Kindern keinen Cent bzw. keine Mark bekommen hat. Es ist der tiefgreifende Wandel des kaiserlichen Deutschlands
von der Kulturnation, das war ja mal als und Kulturnation mit Weltruhm zur militärischen Macht, die die Welt erschütterte. Ja, und damit meine ich jetzt den Ersten Weltkrieg und auch den Zweiten. Weil der Erste Weltkrieg ist ja nicht aufbearbeitet worden. Aber das haben die Deutschen offenbar nicht gekannt. Ja, nachdenken, weil hier einfach keine demokratische Tradition vorhanden war in Deutschland, der die Geschichte analysiert. Das aber gab es nicht. Es gab doch Demokraten. Es gab Menschen, die waren dagegen, die hatten andere Vorstellungen. Ja, aber die waren zu wenig. Die waren zu wenig, das ist eigentlich ganz klar. Es gab Idealisten, das waren wirklich Idealisten und sind dann verfolgt worden, die Demokraten. Das muss man auch wissen. Sowohl im Ersten als auch vor allem im Zweiten Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg ist nicht aufgearbeitet. Ich glaube, dass das stimmt. Wie nötig der Widerstand ist und wie nötig das Wissen ist, die Bildung, was ist dort geschehen? Ja? Darum nicht Aufarbeitung. Das gehört zu unserem Thema. Und der Zweite ist auch wieder nicht aufbearbeitet. So ist es. Ja. Das ist wirklich eine typische deutsche Eigenschaft. Ja. Dieses undemokratische Verhalten, dass die nicht aus diesen Katastrophen gelernt haben. Das ist für mich jetzt der Vorwurf. Wenn ich höre, dass wir für eine Erinnerungskultur sowohl das eine Entwicklung von unten brauchen, als auch das entsprechende wissenschaftliche Fundament, denke ich, das muss ich ergänzen, wenn wir in der Schule, sage ich jetzt, wenn wir erstmal Demokraten erziehen würden und wollen und würden, das war jetzt ein freudscher Versprecher, weil ich einfach das bemängle, dass in unseren Schulen wirklich die Demokratieerziehung noch zu kurz kommt. Wir brauchen ein Fach, in dem wir das jede Woche, möglichst jeden Tag lernen. Es gibt viele engagierte Pädagogen, die sagen, ja, ich mache das auch außerhalb des Lehrplans. Ja, das ist okay, aber es ist noch zu wenig Platz dafür. Es ist in allen Schularten bei uns in Bayern, 8. oder 9. Klasse, je nachdem, durchaus vorgesehen. Es sind auch diese Fahrten zu irgendeinem Konzentrationslager, zu einer Gedenkstätte eben auch sehr empfohlen oder eigentlich sogar fast vorgeschrieben. Aber trotzdem will ich sagen, es ist einfach aus meiner Sicht noch viel zu wenig, was da an den Schulen passiert. Weil wenn nicht an den Schulen, wo sonst? Wir haben in Deutschland schon eine gute Erinnerungskultur, also mit vielen, ich sag mal, vielen Aufbereitungen von Sendungen, diese Konzentrationslager, diese auch diese Denkmäler, wo man sich dann auch trifft, jetzt dann wenn der Zug durchgegangen ist. Ich denke, da haben wir schon insgesamt etwas Gutes auf die Beine gestellt, was uns auch die nächsten Jahre für die nächsten Generationen begleiten kann. Es gab eine Grundhaltung, eine konservative Grundhaltung in Teilen der Bevölkerung, aber es gab ja auch die anderen. Und plötzlich ist eine komplette Gesellschaft umgeschwenkt. Und diese Mechanismen zu erkennen, bedeutet nämlich dann auch, etwas mitzunehmen für die Zukunft, eben, dass das eben nicht ein einmaliges Ereignis gewesen ist, was uns nie wieder passieren kann, sondern dass diese Mechanismen nämlich auch in der heutigen Zeit funktionieren. Das rechte Gedankengut, was wir teilweise auch schon wieder in der Gesellschaft haben, es ist ja nicht weg. Es war immer unter der Decke und kommt ja teilweise jetzt auch wieder hoch. Und der Ausdruck dessen ist es, dass wir eine AfD im Bundestag zum Beispiel sitzen haben. Das Menschenbild muss ja gewesen sein, wir, die Deutschen, ganz oben ab, und alle anderen sind, wie das ich schon als Kind gehört habe, Untermenschen. Also das Wort Untermenschen, nicht, das kam ja, also ich bin noch Hitlermädchen gewesen und habe dann schon ganz früh gehört, aha, die Polen gehören zu den Untermenschen. Wie das möglich ist, ein Menschenbild aufzubauen und so stark zu machen, dass alle das dann glauben. Das ist für mich trotzdem heute nicht nachvollziehbar. Das ist ja
hier, Kopfwäsche, Gehirnwäsche gewesen. Jetzt geht man mal in die Curricula heute rein, in der Schule, und dann liest man, was Adolf wollte und seine Mitstreiter, die fast 100% Deutschen, eine gewalttätige, herrische, unerschrockene und grausame Jugend will ich haben. Ich will sie in allen Leibesübungen ausbilden lassen. Ich will es mal auf den Punkt bringen. Wir hatten ja vor kurzem die Diskussion im Stadtrat über die Straßennamen. Und ganz ehrlich, das hat mich geschockt, weil ich gedacht habe, wir sind als Gesellschaft schon viel, viel weiter. Nein, sind wir nicht. Wenn wir tatsächlich noch darüber diskutieren müssen, dass wir sozusagen Namen, die mit dem NS-System verbunden sind, dass wir dann noch diskutieren müssen, ob sie hängen bleiben oder nicht. Das ist eine Peinlichkeit, die schreit zum Himmel. Das ist für mich sowas für mich unverständlich. Und wenn sie dann auch wenn man auch gehört hat, mit welchen Argumenten im Stadtrat da diskutiert worden ist, eine Katastrophe, eine gesellschaftliche Katastrophe auch, was das Image von Fürstenfeldbruck betrifft. Ein bisschen ist ja unsere Diskussionsrunde auch da, um Mut zu machen, dass es nicht nur diese schlimmen Traditionen gibt, sondern was alles entsteht, sind neue Initiativen, neue Traditionen. Und da müssen wir mithelfen, mitkämpfen. Ich erinnere aber auch gerne an den Tag der Verfassung, den wir heute feiern können eigentlich. Das möchte ich genauso sagen. Für mich ist das eine würdige Feiermöglichkeit. Und an Johannes Rau, der nach seiner Wahl zum Bundespräsidenten in der Bundesversammlung, seine Ansprache in der Bundesversammlung gesagt hat, Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und er betonte die Würde des Menschen, nicht nur die Würde des Deutschen. Für mich ist das ein wichtiges Thema, immer noch. Es geht um die Aktion Bäume für Menschenrechte, die in Nürnberg vor 10 Jahren aktiv wurde. Im Stadtgebiet von Nürnberg wurden inzwischen 80 Bäume gepflanzt. Bäume für Menschenrechte von ganz unterschiedlichen Personen und Initiativen. Schulen, Parteien, Kirchengemeinden, Kulturvereine, städtische Einrichtungen, Flüchtlingsinitiativen und andere haben diese Bäume gepflanzt und dann auf die Verabschiedung der Menschenrechtscharta Bezug genommen, 1948. Dafür gab es ja guten Grund, diese Charta zu verabschieden. Und an jeden der Bäume gibt es jetzt einen Artikel aus dieser Charta. Diese Aktion Bäume für Menschenrechte ist auch angekommen in München, in einer Welthaus. Sie wird durchgesetzt in Aschaffenburg und vielleicht könnte das auch für die Stadt Fürstenfeldbruck Anlass sein, darüber nicht nur nachzudenken, sondern auch zu agieren. Wir haben die Flüchtlingssituation in unserer Stadt. Sie wird verantwortet vom Landkreis und dann von der Regierung von Oberbayern. Und da gibt es einiges an Kritik und einiges zu erklären in der Weise, dass nach meinem subjektiven Verständnis die Menschenwürde der Flüchtlinge in unserer Stadt nicht immer geachtet wird. Und ich muss gar nicht irgendwo anders hingehen, sondern ich sollte, da spreche ich mich auch persönlich an, mich dafür einsetzen, dass erst einmal die Menschenwürde der Menschen geachtet wird, die meine Nachbarn sind. Wie können wir die Bevölkerung einbinden in eine Art Erinnerungskultur oder auch in was Positives, was in Richtung Menschenrechte geht? Wie können wir die Jugend damit einbinden? Und das fände ich, also zum Beispiel die Aktion mit den Menschenrechten, die hatten wir ja schon öfters besprochen. Und ich finde das also wunderbar, wenn wir das auch zusammen mit den Schulen zum Beispiel machen würden. Geschichte ist einer der wichtigsten Teile unserer kollektiven kulturellen Identität und die muss gepflegt werden. Und wenn wir es schaffen, diese neue Tradition mehr zum Leben zu bringen, wären wir alle, glaube ich, sehr froh und glücklich und die kommenden Generationen
hätten vielleicht mehr Chancen, nicht mehr verführt zu werden und nicht mehr in Kriege ziehen zu müssen, wenn wir das schaffen.